Ja, schönen guten Abend. Ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen im Namen des DFF, Deutsches Filminstitut und Filmmuseum, wie wir uns jetzt nennen. Genau, wir kommen jetzt zum zweiten Teil des Abends und ich freue mich sehr, dass wir Ute Aurand hier haben. Herzlich willkommen, Ute. Wir haben gerade festgestellt, dass du wahrscheinlich so eine der häufigsten Gäste bei uns hier im Haus warst und bist. Du hast an der DFFB in Berlin studiert und seit den 80er Jahren machst du deine eigenen Filme und deine 16mm Filme. Und Winfried hat gerade erzählt, dass er schon 81, glaube ich, damals im Historischen Museum schon zum ersten Mal deine Filme vorgeführt hat. Wir haben dann öfters, warst du auch hier mit Ulrike Pfeiffer und das steht gerade schlau. Ja, macht nichts. Eigentlich war ich mit Ulrike und letztes Jahr war ich. Genau, mit Maria Lang. Carola und Heide Maria Lang Werkschau gemacht. Genau. Mhm. Und die Maria Lang Werkschau, die hast du auch mit kuratiert und das ist sozusagen auch ein anderer Zweig. Also neben deiner Filmarbeit machst du auch viel Programmarbeit und hast mit den Filmarbeiterin, genau. Ich dachte immer, wie komme ich auf den? Nee, die sind wieder eine andere Gruppe. Das ist wieder eine andere Gruppe. Aha, weil ich hatte das immer so im Hinterkopf. Mhm. Genau, also mit den Filmarbeiterinnen hast du in den 90er Jahren sehr viele Veranstaltungen gemacht. Du hast, um Margaret Tate hast du dich ja auch viel gekümmert und hast Tourneen und auch Publikationen gemacht. Und ein anderer Bereich ist dann noch, das doch an der Uni unterricht, also Filmakademie machst und Bolix-Kurse gibst. Mhm. Und deswegen ist auch ein Grund, warum du hier bist. Du hast dieses Format kleines Kino, großes Kino ins Leben gerufen, sozusagen, um den ganz kleinen sozusagen den Experimentalfilm nahe zu bringen. Und wer sozusagen morgen noch Lust und Zeit hat, da gibt es die Gelegenheit um 15 Uhr. Ute Aurand und Robert Biewers zusammen stellen eine Auswahl von Filmen vor, darunter glaube ich auch einer von dir und eben machen mit den Kleinen dann so ein bisschen Wir sprechen nur mit denen. Okay, ihr sprecht nur mit denen. Gut, also. Gut, dann ist erstmal soweit. Und jetzt sehen wir sozusagen deinen ersten langen Film. Ja. Genau. Rasendes Grün mit Pferden. Ja, ich danke dir. Gut, ich will eigentlich auch nichts weiter sagen, außer dass es eine Anthologie, man könnte es auch als Anthologie bezeichnen. Also Sie sehen jetzt Material, was zwischen 1999 und 2018 gedreht ist. Viel Vergnügen. Genau. Die Motivation, den Film zu machen, war, dass man sozusagen Ute Aurand mal lange erleben kann und sich wirklich ganz drauf einlassen kann. Ja, in gewisser Weise stimmt es. Also ich arbeite so, dass ich filme und dann manchmal tue ich es einfach zur Seite, weiß nicht, ob je ein bisschen in einem Film sein wird. Das heißt, es sammeln sich Dinge an und ich werde auch älter und dachte, es ist jetzt, also ja, ich habe viele kürzere Filme gemacht, ganz kurze Filme, mittellange Filme, aber es war jetzt einfach ein Moment gekommen, wo ich gedacht habe, ich möchte jetzt aus diesem Material, was ungefähr 20 Jahre lang umfasst, einen längeren Film machen. Also erst gab es die Idee 50 Minuten und dann habe ich aber gemerkt, ich brauche, der Film wird länger und dann wurde er länger. Genau, und du bist wahrscheinlich, hast du auch dein Material dann wieder selbst entdeckt beim Recherchieren, also beim Angucken. Also ja, man guckt halt alles an und das Erste ist natürlich ein Aussortieren und ein Aussortieren und dann irgendwann geht es um die Montage, was folgt auf was und wie konstruiert man das und ich habe 3 Jahre geschnitten. Ja, doch so lange, ja. Mit Pausen. Mhm. Weil wenn man dann nicht mehr weiter weiß, dann höre ich einfach auf. Dann warte ich. Und dann irgendwann gibt es einen Impuls und dann gehe ich wieder an den Schneidetisch. Also es sind einfach so die Sequenzen, um vielleicht zu sagen, wie ich arbeite. Also ganz viel entsteht auch in der Kamera. Das heißt, wenn ich filme, die Sequenzen in sich sind oft in der Kamera schon geschnitten. Also beim Film entsteht der Rhythmus, aber ich gehe dann an den Tisch und nehme trotzdem Dinge raus und ich baue nicht wesentlich Dinge um, aber ich nehme eigentlich Sachen raus und dann ist eben die Frage, was folgt auf was und natürlich die gesamte Tonbearbeitung, das heißt mit der Bolex
ist eine stumme Kamera, Ton ist immer separat. Dann war es auch die Arbeit, die ganzen Tonbänder durchzugucken, durchzuhören und überhaupt einen Überblick zu haben, was habe ich an Tonaufnahmen und dann frei den Ton auch noch zu suchen für das, was ich dann... Also hattest du schon auch die Tonaufnahmen, weil bei manchen war ich so hin und her schwanger. Manchmal, okay, das muss gleichzeitig aufgenommen worden sein. Genau. Bei anderen habe ich gedacht, du hast es vielleicht erst später dann irgendwie nochmal... Genau, es ist unterschiedlich. Also manchmal arbeite ich eben einfach so, dann steht der Kassettenrekorder und dann nehme ich einfach auf, so wie bei Jons Geburtstag. Da gab es einfach Originaltonaufnahmen und manchmal gibt es keine. Dann erfinde ich was. Oder ich nehme andere Sachen aus anderen Momenten, die ich passend finde. Oder eben die ganze Frage der Musik. Ich nehme auch manchmal Musik auf im Radio oder ich habe einfach Stücke, die mir, also das, mit Musik gehe ich dann mal, oder bin ich auch oft so umgegangen wie mit dem Bild? Nicht genau, aber trotzdem gibt es auch eine Sammlung von Musikstücken oder Originalton oder Tonaufnahmen und dann ist es auch da ein Aussortieren und ein Finden. Was passt zu was? Ja. Wollt ihr was wissen? Ne? Ja. Ja, vielleicht kannst du noch ein bisschen was zu der Montage sagen. Also es würde mich sehr interessieren, quasi diese einzelnen Sequenzen sind ja vom Rhythmus her zum Teil so schon sehr schnell. Und machst du das dann quasi, diese großen Blöcke, wie du die anordnest, machst du das dann eher chronologisch oder intuitiv oder kann man es nicht allgemein sagen, aber vielleicht kannst du einfach noch ein bisschen... Ja, also es gibt natürlich eins, das heißt, das Sortieren ist chronologisch. Wie ich mein Material sortiere, wie es in den Rollen liegt, ist chronologisch. Und so habe ich es dann auch gesichtet. Das heißt, erstmal gibt es eine Chronologie im Gucken und die ist auch im Material, die ist auch im Material immer noch da. Aber dann gibt es eben so Sachen wie zum Beispiel der Anfang vom Film, wo Sophia tanzt. Also das ist die gleiche, die auch dann später singt als kleines Kind das chilenische Lied in Schwarz-Weiß und mit den Kastanien, das ist sie auch. Und die im Park, die dann auch zur Gitarre spielt, das ist sie auch. Und das, wo sie tanzt, das ist, ist eine der letzten Szenen, die ich gedreht habe für den Film. Also dann gibt es eben manchmal, außerdem während ich schneide, drehe ich auch noch weiter. Ja, ich hatte am Anfang immer noch ein anderes Musikstück und ich wollte unbedingt am Anfang Musik. Und dann geschehen einfach manchmal solche Dinge. Sie hat mich besucht und sie ist gerade vollkommen begeistert vom Tanzen. Aber wie sich eine Sache montiert, das ist dann auch manchmal ein Umbauen. Das ist auch ein Bauen. Also du schiebst manchmal Sachen natürlich herum und suchst, was passiert, wenn sich zwei Dinge berühren. Also eine Sache ist der Schnitt in der Kamera. Das ist mehr eine rhythmische und eine energetische Sache, sag ich mal. Und das zweite ist die Montage. Und die Montage ist natürlich immer das Wunder des Films. So, was passiert, wenn zwei eigentlich unterschiedliche Dinge aufeinander kommen. Und ja, also. Ja, weil ich hatte mir so ein bisschen, es ist natürlich schwierig, da irgendeine Struktur zu erkennen, ja, was man nur einmal gesehen hat, aber was natürlich immer auffällt, was ist ja auch ein sehr beliebtes Motiv von dir, ist auch sind irgendwie Blumen, Pflanzen, Natur und ich weiß es nicht. Also irgendwann hat man so ein bisschen Eindruck, das ist immer so ein bisschen so dazwischen, so als wieder vielleicht so Ruhemomente oder ich weiß es nicht, aber ja, ist es vielleicht so, das weiß ich nicht, aber so es ist den ganzen Film und immer wieder so. Sicherlich, also wenn viele Menschen sind, dann gibt es vielleicht wieder was, also zum Beispiel die Blöcke mit den Städten, ja, wo ich, das war zum Beispiel problematisch, ich hatte in Boston gedreht, reine 3 Minuten nur Häuser. Und dann hatte ich in Neapel gedreht, auch mehr oder weniger Häuser, also Gebäude. Und dann, das hat eine Weile gedauert, bis ich dazu kam, gedacht habe, ich kann es eigentlich direkt aneinander schneiden. Und also sowas zu finden, ja, das ist dann irgendwie, man kann jetzt inhaltlich das definieren, aber so denke ich natürlich irgendwie nicht. Das passiert dann einfach, dass wenn jetzt die Kinder sind und dann kommt irgendwie, denke ich, okay, jetzt haben wir genug Kinder vielleicht vom Gefühl, jetzt wollen wir wieder mal irgendwie etwas ohne Menschen. Also Menschen, Nicht-Menschen, Gebäude, Städte, Jahreszeiten, weiß nicht. Kinder sind natürlich auch immer da.
Magst du vielleicht noch mal was zum Thema Wiedererkennen irgendwie sagen? Weil gerade mit den Momenten, also gerade mit, wenn man Kinder eben in so einem Zeitraum von 20 Jahren irgendwie immer wieder begleitet, aber du tauchst ja auch sehr häufig in den Sequenzen, also nicht sehr häufig, aber immer mal wieder auf, aber so das Thema, einen Film zu sichten, Material zu sichten und sich an Momente zu erinnern und aber auch so wieder entdecken oder wiedererkennen sozusagen, inwiefern das sich manchmal in dieses filmische, also wie sich das vielleicht manchmal auseinander bewegt, aber auch gleichzeitig zusammenkommt. Also das würde mich Also ich denke, klar, das hat ganz, also der Film, oder wenn man ihn schneidet und vielleicht auch wenn man ihn sieht, obwohl es nicht euer Leben ist, aber ist irgendwie Erinnerung. Also was ist Erinnerung, was ist gelebtes Leben, was ist und was ist Gegenwart? Also im Film ist ja irgendwie das Wunder, dass es gegenwärtig wird wieder und dass etwas gegenwärtig wird, was eigentlich schon längst vergangen ist. Und so auch mit den verschiedenen Altern. Natürlich gab es auch eine Zeit im Schnitt, wo ich dachte, mache ich Namen, mache ich Tafeln, mache ich... Und also man geht natürlich durch ganz viele Prozesse so durch, bis man eine Form findet, die einem, wo man denkt, das ist sie. Und insofern habe ich dann natürlich, wird es auch ein bisschen abstrakt, also jetzt für euch ist nicht zu erkennen, dass das jetzt die gleiche ist. Aber es ist eigentlich auch egal, also ich gehe mal davon aus, da wir alle diese Laufbahn des Lebens durchschreiten, ja, war das dann schon so, dass das hat natürlich, das kann ich natürlich auch nicht sagen, weil ich kenne alle diese Menschen, die man im Film sieht, fast alle. Und dadurch habe ich einen anderen Bezug. Aber trotzdem ist für mich sowas wie ein Kind ist eben ein Kind und verkörpert irgendwie Kindheit und ein Teenager erinnert so, ja. Also es ist auch ein bisschen in meinem, berührt natürlich so auch mein eigenes Durchlaufen von Leben. Was ist eine Antwort? Verraten Sie uns, wie Sie auf den Titel Rasendes Grün mit Pferden gekommen sind. Ja. Der ist wunderschön. Ja, der ist wunderschön. Ich verrate es. Also, man muss, wenn man Geld haben möchte für einen Film, muss man ja was schreiben. Und ich hatte früher schon an einer anderen Stelle für ein anderes Projekt habe ich einfach mal eine Liste gemacht von Sequenzen, die ich habe, die ich versucht habe, so zu benennen, dass sie vielleicht Freude machen, die zu lesen und dass sie auch eine Idee vermitteln von dem Geist des Films. Und da war eine Sequenz, Rasendes Grün mit Pferden, neben Kopfüber im Geäst, was dann später auch ein Filmtitel von mir wurde, und anderen. Und dieses rasende Grün mit Pferden gibt es auch ganz kurz im Film zu sehen. Es gibt eine Fahrt und da sieht man ein paar Pferde. Und das war der Arbeitstitel. Einfach aus der Liste habe ich den Titel gewählt, den ich einfach am schönsten fand. Und dann, wenn der Film geschnitten ist, also in diesem Fall war Arbeitstitel und Endtitel der gleiche, was nicht immer der Fall ist, aber der hat es geschafft, der Titel. Ja. Danke. Ja, danke für den schönen Film. Hat mich etwas entschädigt dafür, dass ich heute den ganzen Tag nicht draußen war. Jetzt haben wir ja vorher die Filme von Robert gesehen, jetzt deine. Und man sieht euch ja beide oft zusammen und erscheint auch ab und zu mal die Kamera zu führen. Und mich würde mal interessieren, gibt es irgendwie eine gegenseitige Beeinflussung? Weil ich hatte so das Gefühl, dass Roberts Filme zum Schluss so ein bisschen befreiter, entfesselter sind. Also so ein bisschen deinem Stil ähneln. Und bei dir hatte ich so das Gefühl, du hast manchmal so Passagen, wo es dann so vertikale und horizontale Schwenks gibt. Und vielleicht sind auch diese Blenden, die du immer mal machst, auch so eine Entsprechung zu diesem shiftenden Objektiven, dieses Hell und Dunkel werden, diese Blende auf und zuziehen. Also ich merke da so eine interessante Korrespondenz und würde mich mal interessieren, ob sich das jetzt, wie wenn sich man das die, entwickelt hat. Wenn man die, ja, es ist natürlich immer schwierig, es ist einfacher für euch als für uns. Sicherlich habe ich auch darüber nachgedacht, als ich die Filme jetzt zusammen gesehen habe. Es kommt ja nicht so oft vor, dass wir die Filme hintereinander oder miteinander sehen.
Sicherlich beeinflusst man sich. Also ja, in dem Bewusstwerden vielleicht der Unterschiedlichkeit, aber auch in dem, was man, zum Beispiel Tempi. Tempi ist so, ich war, als ich in den 90er Jahren gefilmt habe, schneller. Also mein Material verändert sich, das habe ich auch gemerkt beim Angucken. Es ist nichts statisch und alles, die Menschen, denen man begegnet und auf jeden Fall. Also wir arbeiten nicht zusammen, aber wir gucken natürlich unsere Arbeiten an und es gibt auf jeden Fall einen Austausch. Und Robert Wiemann hat nicht oft gefilmt in dem Film. Es gibt nur, also einmal hat nicht Bärbel gefilmt und einmal hat nicht Paulina gefilmt, das kleine Mädchen, als ich unter der blauen Decke war. Also gibt es auch so kurze Momente, aber ich glaube fast alles andere, wo ich zu sehen bin, ist von Robert gefilmt. Also auch nochmal vielen Dank. Und ich habe eine Frage, was sind diese Unschärfen für dich, die du da ja bewusst drin hast? Ja, also es gibt ja, ich meine, man hat, die Bolex ist ja ein bisschen so, ich verstehe sie auch wie ein Instrument. Und man hat halt die Möglichkeit, die Schärfe zu verändern, die Blende zu verändern. Und ich verstehe, und den Rhythmus, die Längen der Einstellung, also das sind, ja, Unschärfen sind einfach, die gehen halt im Leben so nicht. Wir sehen alles immer scharf. Ich finde Unschärfen einfach gut. Nein, ja, aber so kann ich es auch sagen. Ich finde Unschärfen einfach gut. Also, was macht eine Unschärfe? Ne? Eine Unschärfe macht entweder ein Interesse, ich sehe es nicht wirklich, aber es ist auch dieses, genauso wie eine gewisse Geschwindigkeit und Schnelligkeit. Also, es gibt, ich vertraue irgendwie so der Flüchtigkeit der Dinge, ja, also dass man etwas nicht total klar sieht oder total lange anguckt, dass sich trotzdem was Wesentliches vermittelt, ohne dass du, also ne, man kann etwas ganz lange angucken, aber es kann auch, man kann auch etwas sehr kurz angucken und es kann in der gleichen Intensität eine Verbindung mit dir aufnehmen. Und die Schärfe, manchmal, wenn ich die Schärfe, wenn ich mich bewege oder wenn es unscharf und scharf kommt, dann verweist es natürlich auf die Person, die die Kamera hat. Das heißt, in dieser Art von Film ist ja immer die Person, die den Film macht, irgendwie präsent. Also ich sage immer, wir befinden uns in einem Dreieck zwischen dem Film und der Filmemacherin und den Zuschauern. Also dem Zuschauer. Was ich so wesentlich anders finde jetzt als in einem Spielfilm, der einfach, wo es eigentlich so was darum geht, dass der Filmemacher oder die Filmemacherin verschwindet. Und es ist natürlich irgendwie schon so ein, ja. Also es ist wie ein Crescendo oder was Leises oder was Lautes. Also es ist dazu da, um ein Mittel für mich, etwas zu punktuieren, etwas zu verstärken. Aber auch oft ist es auch mein, auf etwas zugehen und auch wieder weggehen. Weil auch die Kamera, ich bewege mich ja, ich arbeite ja nur aus der Hand, mit der Handkamera. Das heißt, auch ich und ich bewege mich um die Dinge herum. Da entstehen natürlich auch einfach durch die Bewegung schon Schärfen und Unschärfen, aber das ist auch irgendwie so ein bisschen was Magisches, dass man sich etwas annähert und dann wird es erst scharf und dann vielleicht geht man wieder weg. Verschwindet es wieder. Ja. Gut? Gut. Vielen Dank. Danke fürs Kommen. Danke, Natascha.